Willkommen zurück, liebe Leute, zu Game Dev Tycoon. Wir spielen weiter als Volo Designs, wie auch sonst, ne? Ich meine, please. Heute wurde die neue Plattform TES64 von Nintendo veröffentlicht. Und gleichzeitig läuft gerade Morning Musume in den Verkäufen. Wundervoll. Man könnte jetzt sagen, Volo, entwickelst du denn auch für die TES64? Das Ding ist, sie wird nicht so erfolgreich, ne? Sie wird nicht so wahnsinnig erfolgreich und... Naja, wir sind wieder nicht unter den Top 100. Das wundert mich nur bedingt. Tatsächlich. So, über die Morning Musume Verkaufszahlen muss ich sagen, bin ich jetzt doch ein bisschen sehr enttäuscht. Darf man das so sagen? Ich glaube schon. Wir forschen mal Rhythmus, weil da kann man auch ganz gut geile Casual Games zu machen. Ja. Würde ich so sagen. Was haben wir denn noch so? Engine, mittlere Spiele, verzweigende Erzählung. Das klingt doch sehr, sehr gut. Und Stereo-Sound können wir uns aktuell... Oh, können wir nicht mal machen. Können wir nicht mal machen. Wir haben auch nur 3,8 Millionen. Wir haben nur 1 Million damit gemacht. Das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Wir brauchen... Boah, wir müssen in die Vollen gehen. Es tut mir leid, weil wir müssen wirklich in die Vollen gehen, aber dann kann es sein, dass wir abkacken. Es kann halt echt sein, dass wir abkacken. Aber wir müssen halt wirklich alles geben jetzt. Wir brauchen mal jemanden, der wirklich, wirklich gut in Technik ist. Komplexe Algorithmen werden gesucht hier, Freunde. Ich sehe halt Schreckliches. Design 6, Technologie 193, Level 1 ist mir zu wenig. 392. Das sieht schon eher so nach 372. Ist schon wieder eine Frau. Können doch nicht. Naja, können wir schon. Technologie 392. Liebste Jane, willkommen im Team. So arbeiten sie sich erstmal ein. Ah, ist das alles ein Elend. Oh, Leute. Das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Noch 3,3 Millionen, ziehen mir jetzt das Geld. 116.000 monatliche Kosten. Wisst ihr Bescheid? Man kann sich, wenn die Bank das so will, das ist nicht zwingend gesagt, einen Kredit bei der Bank nehmen, wenn es wirklich ganz, ganz eng wird. Aber der ist auch nicht sonderlich groß. Irgendwie 500.000 oder so. Das ist alle nicht so der Wahnsinn. So, das ist jetzt hier einfach nur zum Einarbeiten. Das ist alle wieder, 21.000 aufs Konto überwiesen. Ja, das bringt halt nichts. Das ist halt, ich will doch nur eine Auftragsarbeit finden. Entspannt euch doch mal. Bibliothekssoftware nehmen wir auch mit. Wir müssen auf jeden Fall mittlere Spiele erforschen. Eigentlich haben wir zu wenig Fans, um mittlere Spiele zu machen, aber man kann dann auch Publisher-Aufträge und so annehmen. Das passt also schon 100 in 7 Wochen. Nur mal über den Spieletest. Musst du vielleicht in den Urlaub? Ja. Oh, nice. Das passt mir sogar ganz gut. Die im Urlaub ist, weil dann können die anderen sich noch schnell... Wenn die wieder da ist, ist die andere nämlich eingearbeitet. Horoskope, ey. Mach keinen Scheiß. Das könnte fast knapp werden, weil sie nicht dabei ist. Weil sie ist jetzt wieder da. Steigt voll ein ins Horoskop-Business. Nice. Okay, 49.000 aufs Konto überwiesen. Jetzt geht es weiter. Jetzt geht es weiter. Wir entwickeln ein nagelneues Spiel. Hilft ja alles nichts. Hologen 3 muss ran. Das Thema ist. Das ist eine gute Frage. Das Thema ist... Zeitreise? Und... Das letzte, was wir gemacht haben, war ein Rollenspiel, ne? Okay, Abenteuer. Zeitreise und Abenteuer auf dem... Wobei, ist Abenteuer vielleicht auf dem PC besser? Hat nur ein Plus. Machen wir mal PC. Und wir nennen es... Doktor... Der. Versteht ihr? Das ist Popkultur, verdammt nochmal. Wer kennt das nicht? Genügend Leute, die in Deutschland Doktor Who nicht sehen. Angeblich. Wurde letztens so gesagt. Halte ich für ein Gerücht.
So, wenn ich Spieltutorial jetzt mit reinnehme, brauchen wir mehr Gameplay. Sollte aber vielleicht mit rein. Machen wir auch mal mehr Gameplay. Ist halt Abenteuer, da brauche ich auch Engine, ne? Aber was, ich habe doch wieder keine Ahnung. Ich habe doch schon wieder gar keine Ahnung. Wir machen einfach mal. Könnte der nächste Flop werden. Ich fühle mich nämlich gerade so ein bisschen... Ich bin so richtig... Ich weiß es halt echt nicht mehr. Hallo, ich bin Curtin Gillen von Gamers. Ich habe gehört, dass Wolle Designs gerade im neuen Spielarbeit. Ja. Wären Sie bereit? Ja, muss wohl, ne? Welche Entscheidung treffe ich denn? Mehr von Engine haben wir ein bisschen... Haben wir schon, ne? Mehr als sonst? Eventuell? Weiß es nicht. Ich hatte einen guten Start ins Spiel, aber irgendwie bin ich so ein bisschen raus. An sich sind ihrer Meinung nach Grafik wichtiger für diese Art von Spiel ist. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Eine verbesserte KI brauchen wir nicht. Das ist einfach so, ne? Brauchen wir nicht. Dialoge brauchen wir auch nicht so viel. Level Design. Ich nehme mal Level Design über Dialoge hier. Ja. Mach ich jetzt mal. Hauen wir mal. So, du Technik-Genie. Warte mal ein bisschen was rein da. So, Spielweltdesign ist super wichtig. Grafik scheint auch super wichtig zu sein, haben wir ja gerade gesagt. Sound. Aber auch wichtig. Nur ein Minus. Okay. Ja. Also, sie sagten, Grafik wäre wichtig für diese Art von Spiel. Sound. Wir versuchen es mal so. Also, ein durchschnittliches Spiel müssen wir definitiv haben. Wenn wir kein durchschnittliches Spiel haben, haben wir ein riesengroßes Problem. Besser mehr als durchschnittlich. Wirklich. Also mehr als durchschnittlich wäre schon eigentlich schon ziemlich wichtig. Oh, nur noch 2,5 Mille auf dem Konto. Ja, raus damit. Hilft halt nichts. Neuer Rekord in Technik. Na, immerhin. 3D-Grafik steigt ein Level auf. Das ist nice. Oh, ich scheiß mir richtig ein. Spielbericht erstellen. Oh, ist das das Ende unserer Karriere? Oh, fuck! Mach doch keinen Scheiß! Oh, das kann ich mir nicht erlauben. Mach teilweise... Oh nein, das kann ich mir nicht erlauben. Wo ist der gute Start hin? Nette Erfahrung. Was sind das für gemixte Wertung? Zeitreiseabenteuer ist eine sehr gute Kombination. Oh. Das kann jetzt mit daran liegen, dass sie noch neu im Team war. Das kann halt wirklich tatsächlich ein Problem sein. Du erforscht jetzt mal schnell mittlere Spiele. Kostet 150.000. Ich raste aus. Zeig ja großartige Kombination. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Großartige Übereinstimmung. Tja. Dann weiß ich nicht genau, woran ich jetzt wirklich so krass gescheitert bin. Hi Chef, ein guter Freund von mir ist in einer Organisation tätig, die sich für mehr Frauen in der Branche einsetzt. Also ich setze mich ja nun wirklich für mehr Frauen in der Branche ein. Das kannst du mir nun beim besten Willen nicht vorwerfen. Mit 100.000 unterstützen, ja. Ja, es hilft ja nichts. Dr. Wer verkauft sich ja auch gerade. So, wir haben mittlere Spiele fertiggestellt. Wir können jetzt Verträge mit Publishern machen. Das ist ganz gut. Ich verfolge die Entwicklung von Wolle Designs seit einer Weile und es scheint, dass sie nach ihrer kürzlichen Expansion angefangen haben, größere Spiele zu entwickeln. Umfangreiche Spiele verdienen es, von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden. Das ist der Punkt, an dem Publisher von Vorteil sind. Ja. Ein Publisher wird ihre Spiele weltweit vermarkten und verkaufen. Es wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich. Er wird ihnen auch bei der Finanzierung behilflich sein. Im Gegenzug wird er den Großteil der Gewinne selbst einstreichen. Das ist halt das Ding. Aber da die Verkäufe sehr viel höher ausfallen werden, lohnt es sich meistens trotzdem. Okay. Ich kann sie mit ein paar Publishern bekannt machen, damit sie sich die verfügbaren Aufträge ansehen können. Sagen sie mir einfach Bescheid. Okay. Wir treten nicht auf. Ich hab echt kein Geld, Mann. Publisher-Vertrag. Da können wir jetzt Mittelalter, irgendein Genre. Mindestens Bewertung 5, Spielgröße Mittel, Lizenzgebühren 10. Vorschuss sind 75.000. Sollten wir nicht die mindestens 5 bekommen, dann gibt's Ärger, ne? Mit TGQ. Aber ich würde sagen, den können wir direkt annehmen. Den können wir direkt annehmen und nennen es, das wurde auch vorgeschlagen, Wollehold. Wollehold nach Stranglehold, oder wie das sich nicht schimpft. Simulation, please. Strategie. Plattform ist dafür natürlich ganz klar. PC, Spiel Engine, Wollogen 3. 3D-Grafik V2 brauchen wir. So, und jetzt das System ein
bisschen anders tatsächlich. Wir müssen nämlich jetzt entscheiden, welcher Mitarbeiter was macht. Das ist so das Ding. Erstmal müssen wir überhaupt entscheiden, was hier überhaupt passieren soll. Story Quest. Braucht kein Schwein. Engine. Oh, weiß ich gar nicht. Engine wirklich so wichtig ist. So, Story Quest macht jemand, der mit vielen Designpunkten unterwegs ist. So, man sieht dann auch, wie weit die ausgelastet sind damit. Ne, da es nur so ein bisschen ist, sind es hier nur 17%. Die Engine. Ja, das Ding ist halt, wenn ich das jetzt schon von meinem Technik-Genie mache, aber also okay. Das Gameplay übernimmst bitte du. Die sind jetzt schon gut ausgelastet. Das Ding ist halt, wenn sie zu ausgelastet am Ende sind, wird das Spiel halt auch scheiße. Ne? Das ist so, also so viele Dinge, die es jetzt zu bedenken gibt. Wir haben gehört, dass Volume Designs kürzlich eine Organisation finanziell unterstützt hat, die sich für mehrere Frauen in der Technologiebranche einsetzt. Bla 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 bla. Nice, ne? Ich bin so ein gut Mensch. Dein Traum. Okay. Die Arbeiten an Wallerhold gehen weiter. Künstliche Intelligenz brauchen wir, deswegen auch unbedingt verbesserte. Künstliche Intelligenz ist super wichtig. Level Design ist eine. Super wichtig, oder? Dialog ist super unwichtig. Dialoge übernehmen Sie, Herr Vesado. Sie müssen nämlich noch am Ende ein bisschen fit sein. Okay, du bist dann voll ausgelastet. Und das Level Design, dann machen Sie, Bertha. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch unfassbar gut aus. Sag's, wie es ist. Noch 1,8 Millionen in der Tasche. Wir sehen, das geht gut runter. Dr. Werbe vom Markt genommen, 325.000 Umsatz erzielt. Das ist halt viel zu wenig. Das ist einfach viel, viel, viel zu wenig. Das ist der Gewinn. Gewinn ist so wenig. Das ist der Wahnsinn. Grafik wichtig. Sound wichtig. War nicht so wichtig wie der. Weiß nicht, ob die Grafik super wichtig ist. Spielwertdesign ist eigentlich auch. War schon wichtig. So, Wollo, du machst die Grafik. Du machst den Sound. Und Spielwertdesign machst du. Das sieht doch eigentlich. Ja. Das ist eine gute Aufteilung bis hierhin. Das könnte ein gutes mittleres Spiel werden. Yay! Beste Konsole ever. Den Tag auf den viele. Ne, das ist nicht ironisch gemeint oder so. Das meine ich halt echt ernst. Beste Konsole überhaupt. Den Tag, auf den viele Fans von Vena lange gewartet haben, ist gekommen. Denn Vena kündigt seine nächste Konsolengeneration an, die Dreamcast. Ein Unternehmenssprecher sagt, die Dreamcast ist ein wahr gewordener Traum. Diese Konsole ist die fortschrittlichste Spielkonsole der Geschichte. Ja, die Dreamcast war halt echt. Die war so weit vor ihrer Zeit. Das war der Wahnsinn. Die neue Konsole ist mit einer leistungsstarken Grafikhardware ausgestattet, welche eine grafische Qualität verspricht, die es mit den allerbesten PCs aufnehmen kann. Die Dreamcast ist darüber hinaus die erste Konsole mit sofort einsetzbarem Modem. Yep. Welches Online-Spiel ermöglicht, die Konsole wird Anfang nächsten Jahres erscheinen. Leider Gottes durch ein unfassbar schlechtes Marketing seitens Sega krass gescheitert. Aber ein richtig geiles Ding. So, wir sehen 50-50, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, den Release warten wir jetzt mal noch ab. Zwei wollen danach in Urlaub direkt. Damit sollten wir doch eine Fünferwertung abkassieren, oder? Aber das sollte doch wohl. Es gibt auch noch eine Gehaltserhöhung hier. Ja, ist klar, Digga. Echt eine Renovierung vertragen. Oh, wie. Zahl 100. Ja, komm. Schadet halt beim besten Willen nicht, ne? Sieht halt auch gut aus. Den Urlaub. Da kommt die Spielwertung rein, Leute. Stunde der Wahrheit. Die Schwerpunkt von der Tat im Spiel sehr gut. Könnte besser sein. Ist aber locker die 5. Ist aber locker die erwartete 5, die wir brauchen. Aber wow. Als ob das so schlecht ist. Das ist halt schon wieder. Das ist schon wieder reinster Bullshit, der mir hier. Was soll das denn? Aber wir sehen trotz der schlechteren Mittel des Spiels die gefolgte Erwartung erreicht. Wir freuen uns auf zukünftige Geschäfte. G3-Training, bla 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 bla. Aber das werden wir uns im nächsten Part anschauen, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.